jetzt hier verkaufen. Weil sie so lange gewartet haben. Unser großes Ziel, was wir ja wirklich machen wollen, dass wir das machen können, die Kernfusion der Erde stellen. Und dabei ist ja die Sonne sozusagen immer noch unser großes Vorbild. Mit der Sonne ist es ja so, dass pro Sekunde ausschalte, geht auch das Quellplasma wieder raus. So sehen tatsächlich unsere Plasmaquelle so aus. Hier sehen Sie, haben Sie einen Blick auf das Beschleunigungsgitter. Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie hier die ganzen Öffnungen. Das sind also die Öffnungen, wenn ich hier die Hochspannung anlege, 55.000 Volt, liegen hier der Wasserstoffstrahl in Richtung W7X. Und wenn ich die Kupfer diesen Prellbock aus dem Strahl rausziehe, dann ist der Weg frei in Richtung W7X. Da habe ich hier eine Öffnung. Und der neutral gleiche Strahl kann Richtung Plasma und dort ist Plasma 1. So sieht es dann im Detail aus. Und hier ist noch ein Film, den vom Betrieb. Ich schalte jetzt das Quellplasma ein. Jetzt die Hochspannung und der W7X wird geheizt. Gleich schalte ich die Hochspannung wieder ab und das W7X passt dann wieder auf. Das ist
also wenn Sie noch Fragen haben, dann sehr gerne. Das machen wir, indem wir mit Hilfe von Mikrowellen die Elektronen heizen, die dann die Energie an den Rest des Plasmas weitergeben. Ja. Die Mikrowellen, die haben 140 Gigahertz, eine Frequenz von 140 Gigahertz und können dadurch die Elektronen bei der zweiten harmonischen Resonanz im Gefäß heizen. Und wie gehen wir in die Elektronenkanone? Das ist eine Kathode, die mit dieser starken Spannung Elektronen dann herauslöst. Schon sehr groß, so groß. Die haben schon eine große Fläche, um halt 5 Strahlen auf einmal weiterleiten zu können. Aber ansonsten sind die auch, weiß ich mal, dritte Modell, was dort nochmal. So. Ja. Gibt es sonst noch Fragen? Einfach, fast in zwei, aber nicht komplett. Man lässt eine ganz schmale, dünne Brücke, also von der Weintrauberhaut, zwischen den beiden Helmen. Und aus Zufall sind die Weintrauben fast die perfekte Größe, Mikrowellen einzusammeln. Und die Mikrowellen möchten über diese Brücke springen. Und als sie das machen, werden die quasi gesammelt in die Brücke. Und die Brücke wird sehr schnell sehr warm, so warm sogar, dass die Elektronen und die Ionen voneinander getrennt werden. Und das ist ein ionisiertes Gas, oder? Das nennt sich ein Plasma. Und das Plasma fresst ganz schnell die Brücke weg. Also es funkt ein, zweimal maximal, aber man kann das gut sehen. Nochmal kurz weg von Sie. Ja. Ja, das war's, oder? Plasma, was verbrennt?
Da ist noch ein Plasma, was? Ja. Was man sieht, ist das Plasma, was brennt? Ja, es brennt nicht im Sinne von einer chemischen Reaktion, also Brennen ist Oxidierung von, sondern das Plasma gibt Energie, es strahlt das Energie einfach ab. Also die Mikrowellen werden zu sichtbares Licht umgewandelt in das Plasma.